Ja, Freunde, zurück zum Let's Play von Omnis, heute der Omnibus-Simulator. Ich bin hier an der Haltestelle Bauernkamp. Ich guck mal kurz draußen nach, ob es auch stimmt. Nein, das ist am Gleisbett. Hä? Was sagt der mit meinem Ibis? Das sagt mir aber was ganz anders. Am Gleisbett, sagt er mir. Hat er mir nicht geschaltet, der Idiot? Am Gleisbett. So, so muss es stimmen. Na. Ich dachte, ich bin ja nicht bauen gekommen. Dachte, aber ich bin ja schon am Gleisbett. Hm. Hat er vielleicht einmal nicht geschaltet. Automatisch. Idiot. So, aber jetzt muss es eigentlich stimmen. Dann können wir auch, munter weiterfahren hier. Ja, das sind nur 7 Minuten, 5 Minuten werden hier. Birkenheim. Dann schneide ich das in eine andere Folge mit rein. Arschlecken. Ja. Hoho. Ja, böse Straße. Alter, ah, ganz schön spät, dargestellt. Ach komm, Freunde der Nacht. Gib doch mal ein bisschen Gas. Ah, aber ich will auch nicht so schnell fahren, ehrlich gesagt. Aber komm, ich habe einen Fahrplan, den ich anhalten muss. Dann können wir mal ein bisschen schneller fahren. Auch hier war ich aber noch nie. Ich bin ja richtig. Oh Gott, ich bin ein bisschen müde. Hallo. Hallo. Wow, interessante Bäume, die habe ich ja noch nie gesehen in Omsi. Boah, ich muss sowas von blind sein. Ah, er springt nicht weiter. Fauler Peter. Fauler Peter. Oh, das stimmt. Hallo. Guten Tag. Grundorfer Straße. Oh, Grundorfer Straße.
Ah, echt eine geile Idee, was er hatte. Kundorf so mit Julingen zu kombinieren. Echt geile, geile Idee. Eine Kurzstrecke. Halt die Klappe, wenn ich am Reden bin, Alter. Also super Idee, Julia, muss ich echt sagen. Hut ab. Finde ich echt nice. Ich würde auch sagen, geil, aber ist ja egal. Ups, ich habe die Tür vergessen. Also, richtig geile Idee. Also im Grunddorf bin ich schon. Ach komm schon, Ampel, ey, fett grün. Hallo. Ich habe ja einmal nicht weitergeschaltet, der das Ding des Ibis. Ich jetzt gewusst, dass ich da eine Haltestelle weiter bin, dann hätte ich das in der Folge komplett aufgenommen. Ist sicher, ob es dann Ausbau. 20 oder 30 Minuten sind. Kraustorf. Das war aber nicht die Stimme von der Julia. Ich glaube, ach, da ist die Haltestelle, siehst du? Glaube ich. Hätte ich doch abbiegen müssen? Na, ich raus auf, ist ja ein zweiter, du Idiot. Fahr weiter, fahr weiter. Raus auf, weiter hinten. Oh. So, mal kurz einmal hochgucken. Ach man, es ist jetzt sogar die Linie 76 auch mit eingebunden. Also Julia, finde ich echt super von dir, finde ich echt genial. Ich finde mir richtig.
Einmal das mit Grundorf, super Idee. Das mit den Julingen einzubinden, echt super. Eine Kurzstrecke. Ja, mein Freund, das ist sicher eine Kurzstrecke, die du da machst. Sondern auch eine Haltestelle. Aber es ist ja plötzlich so leer. Na klar, geht alle über die Straße, ey. Ihr Pappnasen. Aussteigen. Der arme Bus. Ja, aber es sieht natürlich echt sehr gut aus. Alles auf okay. Sehr gut. Ja, Freunde. Das war's mal für diese Folge. Und ich werde die Rücktour wohl in einer Folge machen. Das sind dann zwar 33 Minuten. Oder vielleicht 35 Minuten, aber ist mir egal. Muss jetzt nicht wenigstens kein Klett und meine Folgen sind zumindest meine 20 Minuten lang. Statt so wie diese hier mit 14 oder 15 Minuten. Sagen wir mal 14 Minuten. Ja gut, Freunde. Bis dahin. Tschüss.